Ich glaube, die kommt jetzt demnächst sogar tatsächlich. Also dauert nicht mehr lange und dann haben wir die Version endlich und dann kann man auch sowas wie Optifine nutzen. Vielleicht findet man auch so Sachen wie einen Themenbaumbot oder irgendeinen anderen Kram. Wer weiß. Optifine wäre natürlich erstmal das Optimalste. Und dann, naja, kann man mal schauen. Ja, ob die Komm wäre schnell. fein. Ja, ob die wäre fein. So. Na komm schon. Ich kann mich noch erinnern, wo wir eine frühe Version von der Dingens gemacht hatten in der ersten Aufnahmesession. Da war in der. Alter, was hast du denn da hinten gemacht? 20 Kisten aufgestellt. Meine Warum Kisten. alles einzeln? Ich weiß es nicht, weil die oben drauf einfach zu einzelnen werden. The fuck? Ich fand es Okay. auch nicht schön, aber es ist passiert. Komisch. Ne, da gab es in den ersten Versionen von der Snapshot-Version, die wir dann gespielt haben in den ersten Folgen, da war es einfach verbuggt. Du konntest kein Essen anbauen, Sehr gut. weil der aufgelockerte Boden einfach kein Wasser aufgenommen hat. Ist Okay. halt richtig gut, ne? Sehr gut. Wir brauchten Essen, wir sind da halb am Sterben gewesen. Nö, Essen gibt's keins. Aber nö, gibt's nicht, ne? Nicht in dieser Ist Version. nicht. Nicht in dieser Version. Tschüss. So, Ich würde jetzt genau. sagen, das war die Afrika-Version, aber. Ja, war sie, glaube ich, auch. Genau, wir wollten die Öfen austauschen, dass wir soweit alles auf Schmelzofen und Räucherofen wechseln. Weil der nette Schmelzofen ist ja um einiges effizienter. Hier sieht man gerade nochmal, wie super schnell der ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Stream gesagt hatte oder gezeigt hatte, dass die Dinger jetzt funktionieren oder dass es in den letzten Folgen waren. Das ist jedenfalls der Schmelzofen. Und das ist der Räucherofen. Das ist eine verbesserte Version, eine hochgecraftete Version von dem normalen Ofen, wie man ihn kennt. Das eine ist für Metall, das andere ist für Nahrung. Die verbrauchen nicht mehr, aber sind doppelt so schnell. Also großes Blussi an das Team, dass sie sowas hinzugefügt haben, dass man endlich nicht 10 Jahre warten muss, um 10 Metall zu schmelzen. Ja, Blussis für alle. Willst du kurz zu mir kommen? Dann können wir die Nacht überspringen. Ja, ich Weil ich habe baue ja gerade zwei noch die Betten. Kohle ab und Okay. Ich guck mal, vielleicht ob ich kämpfe ich vielleicht noch ein vorher noch um drittes mein Bett Leben. zusammenkriege. Ich schaue aber gerade Ja, mal, ob ich ich noch kämpfe um Zeug mein für ein Leben. drittes. Du kämpfst für mein Leben, soll ich kommen? Ich habe alles eliminiert, was mir zu nahe kam. Na, du wolltest ja auch noch eine Armbrust haben, ne? Dann crafte ich dir gleich mal eine. Oh Junge. Wo haben wir denn Scharfschützen. Armbrust? Da haben wir eine, okay. Einen Haken habe ich, einen Haken noch übrig. Das sollte aber kein Problem Hallo. sein. Hallo. Das Okay, also da. kann man die irgendwie anschalten? Oder ist die schon an? Die ist an. Oh. Du, also theoretisch wärst du jetzt tot. Ja, genau, weil ich dachte gerade, ich kann mich in die Kreissäge stellen und es passiert einfach nichts. Ja. Gefällt mir. Also wie gesagt, normalerweise wärst du jetzt Nö. verreckt. Nö. Nö. Wenn das bei Minecraft funktioniert, dann funktioniert das draußen auch. Wow. Mutter, hol die Kettensäge, sag ich schon, die Kreissäge aus dem Ofen. Alter, aus dem Keller. Junge. Hol die Kreissäge aus dem Hol Ofen. die Kettensäge aus dem Ofen. Die Kreissäge aus dem Keller. Alter, Alter, Alter. Alles ist gut. Puh, nee, ich glaube, nichts wird mehr gut. It's over, Anakin. It's over, Anakin. I have the higher ground. Da Oh, ist ich die habe gerade Welt bei das Kraft. Powell. Ich habe das Crafting-Rezept vom. Von diesem Kartografie-Block. Genau, den müssen wir auch noch aufstellen. Oh Hier, ja. Mikael, deine Armbrust. Ja. Wait for it, wait, wait. Du kannst sie enchanten, wenn du möchtest. Nimmst du dir ein bisschen Lapis Lazuli. Den Enchant-Table haben wir nämlich schon. Ja, ich hab's gesehen. Ich war auch gestern schon fleißig am Level Und Farmen. verzaubern. Ich habe schon 10 Stück. Okay, das ist nice. Was ist denn Durchschuss? Durchstoß. Oh, das ist gut. Her damit, Durchschuss 1.
Los geht's. Durchschuss 1 müsste, dass du den Gegner okay. durchknallen kannst. Und wie schieße ich damit? Rechtsklick, gedrückt halten, bis er den nachgeladen hat. Die ersten paar Pfeile. Achso, ganz normale Pfeile, okay, das wollte ich wissen. Jo. Und du musst halt Rechtsklick gedrückt halten. Ja, das macht Schaden. Oh, da muss ich nochmal abdrücken, nice. Kommt her! Ich hab auch, du kannst nämlich bei dieser Armbrust, wenn du dir 8 Stück auf die Leiste ziehst. Ich hab's gerade gemerkt, die bleibt ja angespannt, Junge, ich bin Van Helsing. Ja. Du kannst dir die 8 Stück, kannst du dir die theoretisch draufsetzen ich und dann Van halt. Ich bin Van Helsing mit der MG-Armbrust. So, und jetzt musst du dir vorstellen, den Ender Dragon oder so mit dem Ding. Weißt du? Ich werde mir auf jeden Fall für den Ender Dragon 8 Stück davon machen. Ich habe auch noch vor, eine Monsterfalle zu bauen für die EP. Welche Seite vom Bett gehört dir? Mir egal, ich schlaf quer drin. Das ist scheißegal. Ich schlaf quer drin. Mein Bett. Gut. Na, ich guck dann noch, dass ich noch ein drittes Bett zusammenkriege. Oh, ich fahr mir irgendwie einen Scheiß zusammen. So. Und damit haben wir auch unseren Kartografietisch. Ja, da kommt der sieht ganz hübsch aus, aber wir können jetzt... Wie baute man nochmal eine verdammte Karte? Ein Kompass und Papier mit einem Kompass, glaube ich, genau. Kompass und Papier drum, genau. Ja, das Skelett hat Pfeile fallen lassen. Nice! Hä? Loot! Ding, ding! Ah, okay. Jetzt haben wir eine leere Karte. Das ist schon mal... Ui, die ist schon freigeschalten. Alles, was ich schon gelaufen habe, hat die Karte jetzt trotzdem noch akzeptiert. Das geil. Karte... Eine Karte mit Papier. Karte. Ich mache jetzt eine Riesenkarte. Ja, eine Riesenkarte. Und die kleben wir dann an die Wand. Oh ja, geil. Kann man die kopieren? Das wäre geil, wenn man die dann an die Wand hängen kann. Oh ja, das wäre richtig geil. Und du siehst wirklich, dass sie dann halt auch wirklich größer angezeigt werden, wie diese Minecraft-Bilder, weißt du? Ja, das wäre sauber. Das wäre praktisch, weil es wäre ganz schön scheiße, wenn du dann so eine Riesenkarte auf so einem kleinen Fleck hast. Aber ich würde sie gerne auch auf den Boden legen können. Oder ja, auf so einen Tisch. Cool. Ja, genau. So eine Kommandobrücke, nice. so eine große... Ich glaube, ich habe gar kein Leder. Dann grabe ich mir ein Loch, mache eine Metalltür vorne dran, einen großen Raum und einen großen Tisch und klicke da eine Karte drauf. Ich habe gar kein Leder, sehe ich gerade. Dann bleibe ich den ganzen Tag in meinem Bunker. Mitten in Berlin? Mitten in Minecraft, Alter, aber ich bleib da drin, ich komme da nie wieder raus. Ich hab hier einen großen Raum, eine Karte und was zu rauchen gibt's. Mitten in Berlin? Mitten in Minecraft, Alter, ich bleib da drin. Hm. Für immer. Da ist ein Rahmen, okay. Kaffee, so. Zigaretten, eine Karte. So, komm mal her. Mal und gucken, ob es funktioniert. Ich hänge jetzt erstmal hier an die Seite auf. Yeah, wie so ein Mann. Wow, das ist ganz schön beschissen. Hold up. Oh, wow. Nein, okay, die ist viel zu groß. Ja, so, ich weiß nicht, was bei dir gerade war, aber ich bin rausgeflogen. Echt? Oh. Gut gemacht. Das ist gut, ja. Ich mach mal eine Karte. Ich mach mal eine neue Karte. Ja. Ich hätte gerne einen neuen Kompass. Nein. Jetzt verlangst du zu viel. Halt, stopp. Jetzt das grenzt ja schon an Vergewaltigung. Was? Wait, hold up. Hold up, my friend. So. Junge, hier draußen klebt eine Karte an der Wand. Wie groß ist die denn? Ja, das ist total kacke auch. Ich mache eine neue Karte gerade und die mache ich dann nicht ganz so groß. Das ist ja wunderschön. So. Sehr gut. Ja, mal guck mal. So ist die standardmäßig. Oh, ich habe den Düngekorb gefunden, glaube ich. Wie kann ich da was reinmachen? So ist die Standard, guck mal. Sieht aber komisch aus. Also wie du da Sachen reintun kannst, ja. Einfach Essen reinspeisen. Einfach so? Ja, nee, Rechtsklick. Oh, nein! Meine Äpfel! Hier, komm her. Oh, Fleisch. Wenn ich da Rechtsklick drauf mache, gehen die alle rein? Nein, eine. Guck dir, so ist die Standard, die Größe. Mhm. Ist ja auch schön. Ja, aber ein bisschen klein. Das ist die Frage, wenn du jetzt ein Gebiet erkundest, wird es dann auf der Karte auch gleich aktualisiert? Sollte. Hoffentlich.
Scheiße. Muss ich nämlich nicht erkunden gehen. Tut's nicht. Guck, ich hab jetzt mal. Ich hab jetzt mal das gemacht. Ich hab jetzt mal das gemacht, okay. Ich hab nicht gesehen, was du getan hast, Peter. Ich hab jetzt die Karte um 1 vergrößert, damit man wenigstens noch erkennen kann, wo man wohnt. Ja, nee. Das scheint aber irgendwie nur für die Karte zu sein von der Insel, wo wir wohnen. Okay. Das ist ganz schön beschissen. Ja, nee, mein Haus ist getarnt, das findest du niemals. Doch. Wenn du nicht gerade weißt, wo es steht. Geh weg. Ich weiß gerade nicht, wo es steht. Geh weg. Es ist ein Loch im Boden. Wo du gebuddelt hast. In einem Loch im Boden, da wohnte ein Hobbit. Es gibt das schönste Haus, das ich jemals gebaut habe. Achso, du meinst das hier, oder was? Diese Dreckgarage. Ey. Es hat sehr viel Mühe gemacht, diesen Raum auszuheben. Mit bloßen Händen habe ich den Stein von den Wänden gekratzt. Wow. Ja. Und als ich weder Fingernägel noch Finger hatte, kam ich auf die Idee, ich könnte Werkzeug herstellen. Und so wurde das Werkzeug erfunden. Das ist historisch überliefert. Was ist denn jetzt los? Achso, okay. Also zu der Seite. Kann ich die Karte freischalten? Ich frage mich, ob man die Karte auch irgendwie automatisch freischalten kann. Nein. Das fände ich nämlich auch nicht schlecht eigentlich. Okay. Also jetzt sieht man auf der Karte auf jeden Fall, die ich in der Hand habe, dass wir auf einer verdammten Insel wohnen. Oh, das ist, schön? Ich weiß nicht. Ja, das ist schön. Okay, dann ist es schön. Das ist so schön. Ich bin so toll. Okay, hold up. Escalated quickly. Well. Hatten wir nicht irgendwie gestern noch gesagt, eine Woche keine politischen Themen? Nach dieser absoluten Eskalation. Ja, gestern ist wirklich hart eskaliert, ey. Aber du musst das unbedingt rausschneiden, was er gesagt hat. Also, wo der geschrien hat. Und das war wundervoll, weil es sich halt echt original angehört hat. Ey, Sepp könnte der nächste Drachenlord werden. Ja, ich glaube schon. Wenn er noch 100 Kilo zunimmt und sich weiter so über die anderen aufregt. 200 Kilo. Hä? Ja, was? Gut, wenn er. Er darf sich dann halt nur nicht mehr über andere Völker aufregen, sondern muss es halt auf die Hater projizieren. Aber dann könnte ich mir das gut vorstellen. Ja, potenziell hat er ja. Aber ich glaube, tief in seinem Herzen ist auch Sepp einfach nur ein ausgemerkter Sozialdemokrat. Das bekam ich heute von Johannes zu hören. Was, dass Sepp so ist? Nein, oder? Dass ich so bin. Wow. Weil ich es ihm halt so erzählt habe, was gestern Abend abgegangen ist, meinte nur so, ja, aber ich weiß, dass du tief in deinem Herzen auch nur ein ausgewerkelter Sozialdemokrat bist. Und ich bin so kurz ruhig. Und dann dachte ich mir, nein, ich sage jetzt nichts dazu. So, ich habe die Karte freigeschaltet. Eigentlich ist es eine schöne Insel tatsächlich. Nö, gleich nicht mehr. Ja, gleich nicht mehr, wollte ich auch gerade sagen. Ich wohne jetzt hier, ich baue jetzt hier überall Fabriken und Industrie hin. Also komm mal her, dann hänge ich wieder die Karte mal auf. So. Allerdings dann drin. Dürfen wir mich nebendran hängen, oder? Ist das zu viel des Kuchen? Ja, Piggy, sein Pai, häng mich an die Wand. Häng mich auf, please. Vlogs. Do it. Oh, wir haben ganz viele Eier schon. Ne? Ja, hier. Ja, hier da in der Kiste. Warte. Das ist wirklich eine wunderschöne Insel. Hä? Aber da hinten, da wo mein Haus ist, da ist einfach gar nichts mehr von der Insel dran. Ja, ich weiß sehr nicht, gut, wie man so, dann bin ich getarnt. So Karten erschaffen kann. Dann bin ich getarnt. Oh lol, man kann die Scheiße auch drehen. Nee, das verwirrt mich jetzt nur. Hör auf. Ne, ja, ich mach das wieder so. Wenn du jedes Mal die Karte drehst, wenn ich da war, bin ich innerhalb von 3 Besuchen komplett orientierungslos. Und verlaufe ich auf dem Weg nach Hause. Aber es sieht interessant aus, die Karte. Ich würde gerne, kennst du das so von den Servern, dass sie so riesen Karten Wände haben? Genau. Ja, sowas würde ich gerne machen. Ja, aber auf dem Tisch. Absolut keine Ahnung. Auf dem Tisch. Ja, das wäre super. Boah, das heißt, ich so muss jetzt noch eine Karte basteln. Ich glaube, ich stelle mir in meinen Hobbyraum so einen riesigen Tisch und mache einfach eine riesige Karte drauf. Yes. Boy. Kommen so, halt wir die Schreibtische weg. Und
Brauchst du eigentlich Platte, noch alles. einen Kompass? Nö. Okay. Ich laufe einfach Meine immer in die nur. eine Richtung und sage, das ist Ost und dann ist gut. So, leere Karte. Wenn ich jetzt die leere Karte nehme, außerhalb der aktuellen Karte laufe, dann müsste die andere doch drauf anspringen, oder nicht? Ja, das tut sie. Yay. Jetzt hat man deine Karte, dein... Nein.